Also die Löcher am Kopf. Hier hinten das Foramen Magnum, das ist jetzt nicht so interessant für dieses Kopftest. Was interessant wird, ist hier der Canalis nervi hypoglossi, Riesen-Oschi beim Pferd. So, dann haben wir hier das Foramen jugulare. Ah ja, Foramen hypoglossi, ist klar, Nervus hypoglossus läuft da durch. Dann haben wir hier das Foramen jugulare, direkt ein Stück Rostral vom Foramen hypoglossi. Durch das Foramen jugulare läuft die Vagusgruppe, sprich Glossopharyngeus, Vagus accessorius. So, dann haben wir hier das Foramen Lazarum. Das ist ja hier die Besonderheit beim Pferd. Das Foramen Lazarum hat drei Inzisuren, die benennt man nach dem Alphabet. Inzisura C, carotica, Inzisura O, ovalis und die Inzisura S, spinosa. C, O, S. So, und durch diese Inzisuren gehen einfach die Sachen, die normal durch die Foramen gehen. Nämlich durch die Incisura carotica, wie normal beim Foramen caroticus, doch, Canalis caroticus, die Arteria carotis interna, die das Hirn versorgt und diesen Circulus arteriosus speist. Dann hier durch die Incisura ovale, wie beim Foramen ovale auch, der Nervus mandibularis, der dritte Ast vom Trigeminus. Und hier im Foramen spinosum. Ist jetzt für das Test auch nicht so wichtig. So, dann haben wir hier bei der Rostral den Canalis alaris. Canalis alaris steckt man Pfeifenreiniger hinten rein. Dann hat man hier das Foramen alaris caudalis, hier das Foramen alare rostrale. Foramen alare caudale und Foramen alare rostrale. So, und wenn ich jetzt in diesen Canalis alaris meinen Pfeifenreiniger von Rostral reinstecke und hinten nicht wieder rauskomme aus diesem Foramen alare caudale, dann bin ich im Foramen rotundum. Aus dem Foramen rotundum tritt eigentlich praktisch so, wie der Pfeifenreiniger jetzt läuft, der Nervus maxillaris, der zweite Ast vom Nervus trigeminus aus. Und dieser Trigeminus, nicht Trigeminus, der Maxillaris, der teilt sich dann nochmal in drei Äste, Sphenopalatinus, Zygomaticus und Infraorbitalis. Und der Infraorbitalis läuft ja, tritt dann hier ein in das Foramen Maxillare. Hier. So. Jo. Nee, falsch. Doch, ist richtig. Foramen Maxillare hier. Sieht man jetzt schwer. Und kommt, läuft dann durch diesen Canalis infraorbitalis. Aber um das besser darzustellen, steckt man dann einfach am besten den Pfeifenreiniger hier vorne in das Foramen infraorbitalis rein. Ja. Dann kommt man hier wieder raus. Ja, da kommt der Pfeifenreiniger, kommt man dann hier wieder raus. Da sieht man jetzt nichts. Also, infraorbitalis geht rein durch Foramen maxillare. Läuft durch den Canalis infraorbitalis, kommt das Foramen infraorbitale wieder raus. So, dann haben wir hier vorne noch, was man gut sehen kann, ist das Foramen lacrimale für den Ductus lacrimalis. Hier rostral an der Orbita. Dann haben wir noch, was man auch schön sehen kann, es gibt ja diesen Nervus Palatinus major, der den harten Gaumen innerviert. Der kommt vom Nervus sphenopalatinus, vom Nervus maxillaris und der innerviert ja einen harten Gaumen. Und zwar sieht man den auch hier. Der geht dann hier rein und kommt hier vorne. Das ist mir jetzt auch schwer. Hier ist auf jeden Fall dann das Foramen Palatinum major. Und daher hat das dann seinen Namen, weil dieser Nervus palatinus major da reingeht. Ach genau, und jetzt haben wir das dargestellt. Da sieht man das schön, kommt er hier wieder raus. Jo, was man noch zeigen kann hier für diese Hirnnervenlöchergeschichte ist das Foramen Stylomastoideum, wo der Nervus facialis rauskommt. Das liegt hier direkt an der Bulla tympanica, ein bisschen ventral vom Meatus acousticus externus, beziehungsweise Porus acousticus externus. Und ich tippe, dass dieses kleine Foramen hier direkt daneben das Foramen
Petrosum ist, wo der Nervus petrosus major rauskommt, der ja dann auch die Tränendrüse versorgt.